Moin Moin, ich bin der Robin. Wie gewünscht ist jetzt euer Tutorial zum Thema Filming. Und über das nächste Tutorial kann natürlich von euch noch fleißig weiter abgestimmt werden. Zum Filmen braucht man auf jeden Fall ein gutes Setup. Also das hier ist auf jeden Fall ein gutes Setup. Also filmtechnisch seid ihr damit bestens ausgerüstet. Also diese Kamera ist von der namhaften Firma Akari. Also wer davon noch nichts gehört hat, der wohl lebt wohl hinterm Mond oder unterm Gulli oder gar nicht. 3-in-1 Kamera. Webcam, Digicam, Video Stills. Also die haben Skills falsch geschrieben. Hier kommen die Akkus rein, beziehungsweise Batterien. Wenn ihr keine Batterien habt, könnt ihr die aus Papas Fernbedienung klauen. Und hier, der Knopf ist das geilste. Der ist voll funktionsfähig. Leidenschaftliche Filmer sollten sich beim Filmen natürlich Mühe geben und zusehen, dass sie das mit Liebe und Leidenschaft machen. Robin, Mann, schon zum zweiten Mal verkackt, ey. Andere Leute, die fahren einfach nur so nebenher und scheißegal, gleichgültig. Nicht so gut gefilmt, übelst shaky geworden, aber man kann es ja noch bearbeiten. Als erstes braucht man auf jeden Fall ein gutes Videobearbeitungsprogramm. Dann zählt ihr das Videomaterial ins Bearbeitungsfenster. Dann geht ihr auf Extras und dann auf Videoeffekte. Da gibt es alles, was man zum Video bearbeiten braucht. HD-Filter, Bildstabilisator, Spotfilter. So, mit dem Bearbeiten bin ich fertig. Am besten guckt ihr euch im Vorher-Nachher-Vergleich an, was das jetzt gebracht hat. Genauso wird es bei Used Footage auch gemacht.